Willkommen zu Folge 286. Ja, inzwischen hat auch Hogwarts Mystery natürlich von dem Serverausfall oder was auch immer Facebook dafür Probleme hatte. Hogwarts Mystery hat davon erfahren und allen Nutzern 300 Energie und 300 Seiten geschenkt. Die sind bei mir noch nicht angekommen. Es hieß allerdings, man müsse das Spiel wohl deinstallieren und neu installieren, wenn es nicht kommt. Und deswegen warte ich damit, bis ich das nächste manuelle Update mache. Im Moment habe ich ja hier noch was zu tun. Und wer weiß, wenn ich das nächste Update mache, kommt wahrscheinlich sowieso wieder eine Sally. Begrenzte Nebenquest. Und dann freue ich mich über 300 gratis Energie. Jetzt suche ich allerdings erstmal die böse Doxy-Königin im Vertrauensschülerbad. Dürfen Kiara und Viktor hier rein? Die sind keine Vertrauensschüler. Naja, mal schauen. Das Vertrauensschülerbad. Ich darf hier gar nicht rein. Aber ich darf rein. Gelust. Und die Doxy-Königin darf eigentlich auch nicht hier rein, aber sie ist ebenso da. Yay. Wir müssen sie aufhalten und der Doxy-Plage ein Ende bereiten. Du hast das Doxizid, oder? Ich habe es griffbereit. Ich hatte auf etwas Spannenderes gehofft, als nur Doxizid einzusetzen. Etwas mit mehr Drama und Kieke. Wir haben keine Zeit für Theatralik, Victor. Wir müssen dieser Sache ein Ende bereiten. Sonst werden noch mehr Leute verletzt. Lasst uns diese Doxy-Plage beenden und Hogwarts retten. Wieder einmal. Und ganz vorsichtig drauf treffen. Das merkt ihr doch. Ah, sie hat's gemerkt. Oh nein! Jetzt ist das Doxizid im Bad, in der Badewanne. Jetzt ist die Frage, wie verdünntes Doxizid funktioniert. Und was passiert, wenn ich da drin bade? Was passiert, wenn ich da drin bade? Naja, so viel zu diesem Plan. Könnt ihr bitte rausgehen? Ich möchte mal baden und gucken, was dann passiert. Das bedeutet wohl, dass wir uns media duellieren müssen. Aber Fleet Pender hat beim letzten Mal nichts bewirkt. Nein, aber der Fluch hat sie immerhin abgewehrt. Glückwunsch, du hast den Hauptzweck von Fleet Pender verstanden. Damit wollte ich sagen, dass wir Fleet Pender verwenden können, um sie in einen Kessel mit Doxizid zu schubsen. Na, da stellst du dir jetzt aber einfach vor, Cody. Das könnte tatsächlich funktionieren. Oh nein, könnte es nicht. Eine viel coolere Idee, als sie einfach mit dem Doxizid zu vertreiben. Siehst du, ich bekomme alles, was ich mir wünsche. Außerdem bin ich beeindruckt von deinem schnellen Denkvermögen, Coach Cody. Danke, schätze ich. Los, ihr beide, lasst uns zusammenarbeiten und die Doxy-Königin vertreiben. Wenn wir sie in einen Kessel schubsen wollen, bräuchten wir erstmal einen Kessel mit Doxizid. Oder nennst du das hier jetzt Kessel mit Doxizid? Ach ja, gut, die ist ja echt nicht stark. Soll ich das mit Flipendo anfangen? Ist ja eigentlich mein Standard, dass ich mit Flipendo anfange. Dann fange ich mal mit Flipendo an. Süß. Ja. Ah, au! Aha! Mann, das war nicht nett von dir. Aber du bist ja zum Glück nicht so stark. Ey! Das ist unfair. Das ist echt unfair. Menno. Muss ich das wohl über mich ergehen lassen? Ja, komm, dann schwirr mir halt wieder ins Gesicht. Ich bin ja betäubt, ich kann ja nichts machen. So, die Frage ist, ob sie jetzt zum dritten Mal offensiv nimmt. Nee. Aber danke, dann bekomme ich Punkte. Ich will jetzt Flipendo machen. Ist mir egal, was du machst. Ich will Flipendo. Flipendo! Und? Gravums. Flipendo hatte ich fast ge. Oh, was machst du denn jetzt? Was ist das denn? Aha. Hast du dich geheilt? Na gut. Hat sich ja voll gelohnt, ey. Naja, dann. Komm, jetzt mal die Pulse. Das dürftest du nicht überleben, du kleine Fiese. Und die Pulse! Weg mit dir. Ja. Wir hätten sie beinahe erwischt, aber dann sind wir herbeigelaufen und sie konnte fliehen. Noch ein letztes Mal Flipendo, dann haben wir es doch geschafft. Also, nochmal, Flipendo. Ich hätte ja viel öfter Flipendo gemacht, wenn ich nicht betäubt gewesen wäre. Flipendo, sagte ich. Ha! Ja, nee, ist klar. Zielgenau getroffen. Da habe ich sie jetzt echt getötet. Ach, die Arme. Wir haben es geschafft, wir haben eine Toxikönigin getötet. Und sogar ziemlich gut, auf eine eigene Art und Weise. Wen kümmert's, wie cool das war? Hauptsache, die Doxy-Königin ist verschwunden. Das war Mord! Hogwarts ist wieder sicher und keiner unserer Freunde wird mehr verletzt werden. Genau.
Hör zu, heldenhafte Rettungsaktionen sind immer toll. Ich mag es nur gerne etwas stylischer. Ich bin nur froh, dass wir der Doxy-Plage ein Ende bereiten und unsere Mitschüler retten konnten. Das war's also. Du hattest dabei keine Hintergedanken? Das hast du doch bestimmt nicht nur einfach so gemacht. Hast du nicht darüber nachgedacht, was die Leute über dich sagen, wenn du die Plage beendest? Ja, ich hab darüber nachgedacht, was für ein Video ich draus mache. Ja. Ich hab darüber nachgedacht. Jeder denkt darüber nach, wie hinter das Video so wird und ob das vielleicht mal ein paar Klicks bekommt. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass ich die Plage nur beendet habe, um zu beeinflussen, was die anderen von mir halten. Wir können nicht beeinflussen, was die anderen über uns denken. Aber wir können beeinflussen, wie wir mit der Welt umgehen und mit wem wir uns abgeben. Hör zu, Victor, letztendlich habe ich es getan, um meinen Freund zu helfen und weil ich nicht wollte, dass noch mehr Leute verletzt werden. Ich verstehe. Nun, darüber muss ich erstmal nachdenken. Wie auch immer, es war schön dabei zu sein und ihr müsst zugeben, dass es mit mir mehr Spaß gemacht hat. Ich kann nichts zugeben, wenn es nicht stimmt. Coach Cody, wir sollten in den Krankenflügel gehen und nach den Verletzten sehen. Da hast du recht, Chiara. Corey. Andre geht es nicht gut, habe ich gehört. Und ich will sicher gehen, dass er sich komplett erholt. Hoffentlich hat er keinen Ärger bekommen. Warum sollte Andre Ärger bekommen haben? Ach, du kennst doch Andre. Immer auf der Suche nach dem nächsten Schnatz. Lass uns nachsehen, wie es ihm geht. Ja, der arme Andre. Ey, ich sagte Andre. Wie geht's Andre? Mann, wir wissen, wie es Andre geht. Also, Arrivederci, Sauber und Out.